Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rookie Racing Sport. Mittlerweile ist es die fünfte Ausgabe und wir berichten von der Rookie Liga 2018 und das sind die Themen in der heutigen Sendung. Nummer 1, wir berichten vom siebten Lauf in Österreich am Red Bull Ring. Nummer 2, wir schauen nach Belgien, nämlich der achte Lauf findet in Spa statt. Thema Nummer 3, wir haben ein Exklusivinterview mit Pat Maas 1980 geführt. Und Nummer 4, wir schauen uns nochmal das Thema Unfallverhütung an und analysieren unsere Startphase aus dem letzten Rennen. Fangen wir mit der Berichterstattung des letzten Laufes statt, der am Mittwoch stattgefunden hat. Es war wie immer spannend. Die Teilnehmer waren extrem gut vorbereitet. Das hat man wieder in den Trainingssessions gemerkt, die am Montag stattgefunden hat. Die Rundenzeiten waren von einigen ganz klar unter 1,40, also hier die magische Grenze durchbrochen. Es hat sich ein kleiner Favoritenkreis von Pat Maas 1980, F0904 und unserem Schweizer Fahrer Yves Dogge herausgebildet, die 1,39 mehr oder weniger regelmäßig gefahren sind. Ob sie das auch im Rennen geschafft haben, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß mit dem Bericht. Nach dem Qualifying zeigte sich folgendes Ergebnis. Pat Maas 1980 hat die schnellste Runde gefahren und sich somit die Pole Position gesichert. Auf Platz 2 Yves Dogge. Beide konnten die Schallmauer von 1,40 knacken. Platz 3 F0904. Auf den weiteren Plätzen blieb es auch spannend und bis Platz 10 wurden Zeiten alle von 1,40 gefahren. Die Fahrer haben sich dann auf den Start vorbereitet. Wir hatten eine volle Lobby, das heißt, das Starterfeld war mit 16 Fahrern gefüllt. Die Ampel ging an und der Start erfolgte problemlos. Das ist die Sicht aus dem fünftplatzierten Bocek 69. Die erste Rechtskurve kommt, alle Fahrer bremsen. Es kommt gleich zum leichten Rempler, aber alles problemlos. Zumindest mal auf den vorderen Plätzen verlief der Start sehr gut. Wir schauen uns das von Platz 10 aus an. Dort auch ein guter Start von allen Fahrern. Alle sind gut weggekommen. Wir achten jetzt hier auf den grün-weißen Audi vor uns und der jetzt gleich bremst und an der Stelle wird er leicht gerammt und das hat einen gewissen Ziehharmonika-Effekt, weil er rammt seinen Vordermann und dadurch fliegt Rakete 27 raus. Schade an dieser Stelle, aber das war die einzig kritische Situation. Rakete musste dann an die Box fahren und musste das Rennen von hinten wieder neu aufnehmen. Natürlich war für ihn der Rennabend somit erstmal gelaufen. Im Rennverlauf entwickelten sich fast an allen Positionen spannende Zwei- oder Dreikämpfe. Hier sind wir an der Position 3, sind im Auto von Effe und verfolgen mal das Rennen. Pat Maas hat immer noch die Spitzenposition, aber Yves Dogge bedrängt ihn schon und durch gewisse kleine Fahrfehler von Pat Maas kann dann Yves Dogge da auch vorbeigehen. Gerade hier im Infield kann er einen Geschwindigkeitsvorteil für sich ausmachen. Und sie wechseln die Position. Auch Effe bedrängt Pat Maas. Der kann sich aber jetzt an dieser Stelle noch sehr erfolgreich wehren. Und da sieht man schon, wie knapp das alles zugegangen ist. Es wird um jeden Zentimeter hart gefightet. Wir springen mal wieder in das Mittelfeld und schauen uns die hinteren Kämpfe an. Und hier sieht man schon vier Fahrer, wie sie hart auf der Geraden kämpfen um jeden Platz. Wir sind hier im Auto von VXT Racer und alle bremsen sehr hart an. Und das ist ja die beste Möglichkeit auf dem Rennkurs, hier jemanden auszubremsen, zu überholen. Links neben ihm kommt er nicht ganz vorbei. Jetzt hat er es geschafft, auf die Position 8 sich vorzukämpfen. Wir sind wieder in der Position 4 bei Bocek 69 im Fahrzeug und der konnte in den ersten Runden sehr gut mithalten mit den ersten drei Fahrern, konnte sogar aufschließen, weil die sich so hart bekämpft haben, dass das Zeit gekostet hat.
Und hier kann er fast Petmas 1980 rechts passieren. Er bremst allerdings jetzt frühzeitig ab, um hier einen Unfall zu vermeiden. Ja, dadurch kann Petmas den Geschwindigkeitsvorteil generieren. Und jetzt auf der Geraden hat er natürlich die höhere Pace. Durch dieses frühe Abbremsen hat Bocek 69 aber auch auf Platz 5 den Fahrer näher an sich herankommen lassen. Das war taktisch nicht so geschickt gemacht. Ja. Er ist hier auf der Innenseite, bremst hart an. Er lässt ihn passieren, ist jetzt nur noch auf Position 5. Wir fahren mit bei F0902. Position 2, siebte Runde und schauen hier ein bisschen über seine Schulter. Machen einen Sprung in die zehnte Runde auf die Position 7 und hier wird immer noch hart gefightet. Gerade auf der langen Start- und Zielgerade kann man der Kurve gut Zeit liegen lassen, aber auch Zeit gewinnen. Das war nicht ganz optimal angefahren, aber er konnte einen Platz gut machen, auf Position 6 sich hervorkämpfen. Wir springen in die 15. Runde, sind bei Jordi 462 im Cockpit, der sich immer noch einen harten Kampf geliefert hat mit Mika. Mika muss hier leicht passen, ja, kann die Pace nicht mithalten. Jordi schaut sich aufmerksam nach links um, sieht in den Außenspiegel, Rückspiegel, bremst an, nimmt die Kurve allerdings viel zu weit. Und hier muss man sagen, wir haben Glück gehabt am Red Bull Ring, die Strafen sind nicht ausgesprochen worden, obwohl wir diese natürlich entsprechend eingestellt haben, aber scheinbar kann man hier sehr weit über die Curbs fahren. Wir sind bereits in der letzten Runde und sehen die Zielfahrt durch Evedock. Zweiter wurde Effe 0904 und dritter wurde Petmas 1980. Die drei sehen wir gleich nochmal, wie sie schön aufgestellt nach der Start- und Zielgerade sich hingestellt haben. Bocek wird Vierter und es war ein ganz hervorragendes Rennen, hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Kleiner Wermutstropfen für Rakete 27, dass er beim Start gleich rausgekickt wurde. Aber wir gehen später im Bericht nochmal drauf ein und klären die Situation auf. Wir gucken uns das Rennergebnis an. Glückwunsch an das Podium, auch an die anderen Fahrer. Man sieht an den Rundenzeiten, wie knapp das alles zugegangen ist. Und ja, wir haben noch viel Potenzial, glaube ich, und freuen uns auf die nächsten Rennen. Werfen wir einen Blick auf die Gesamtwertung der Fahrer. Evedock hat mit dem heutigen Sieg sein Punktekonto auf 120 Punkte ausgebaut und sich einen kleinen Vorsprung herausfahren können. Platz 2, Fossil HH, 98 Punkte. F0904 hat das Feld von hinten aufgeholt und 95 Punkte. Bocek 69 stabilisiert sich auf Platz 4. Platz 5, Halbleerglas, 69 Punkte. Platz 6 geht an Rakete 27. Der konnte heute nur einen Punkt einfahren aufgrund des Startunfalls. Petmas 1980 konnte einige Punkte durch den dritten Platz heute aufholen. Ja, es bleibt wirklich weiterhin sehr spannend in unserer Gesamtwertung und auf den ersten Plätzen kann noch richtig viel passieren. Auch ein großes Dankeschön an die hinteren Plätze, die tapfer mitkämpfen und das Fahrerniveau ist wirklich ganz großartig, was wir uns hier in kurzer Zeit aufgebaut haben. Blicken wir nach Belgien. Dort findet der 8. Lauf statt, auf der schönen Strecke in den Ardennen. Und wir schauen uns die Strecke mal näher an und sind auf einer schnellen Runde mitgefahren und gucken uns mal die ganzen Besonderheiten da an, die uns dann erwarten wird. Der Circuit des Spa-Francorchamps ist eine Motorsport-Rennstrecke in den wallonischen Regionen in Belgien. Wegen der Höhendifferenz im Streckenverlauf von insgesamt etwa 100 Metern und der zahlreichen Kurven, in denen hohe Fliehkräfte auftreten, trägt die Strecke auch den Beinamen Ardennen-Achterbahn. Seit 1925 wird dort mit einigen Unterbrechungen der Große Preis von Belgien ausgetragen. Seit 1950 als Formel 1 Weltmeisterschaftslauf. Die Strecke wurde nach 1970 aus dem Grand Prix-Kalender verbannt, weil sie aufgrund der hohen Geschwindigkeiten als zu gefährlich eingestuft wurde. Zuletzt erzielte der Mexikaner Pedro Rodriguez auf der zu dieser Zeit noch 14,099 Kilometer langen Strecke mit seinem BRM P153 eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 240 km/h.
Die Strecke wurde bis 1979 auf etwa die Hälfte verkürzt. Der neue Streckenteil zweigt nach der Kemmelgraden ab, führt bergab und mündet in der Stavelot-Kurve in die bestehende Straße. Dieser Umbau erhöhte die Sicherheit und bewahrte dennoch teilweise den ursprünglichen Charakter der Strecke. Ein Kuriosum von Spaß sind zwei Startvarianten und Boxenanlagen. Während sich die Start- und Ziellinie für die Formel 1 von La Source befindet, werden andere Rennen noch auf der Bergabgeraden vor Eau Rouge gestartet. Dort befindet sich auch noch die alte Boxenanlage. Diese wird zum Teil bei großen Veranstaltungen, etwa an den Formel 1 Wochenenden oder beim 24-Stunden-Rennen, zusätzlich zu den neuen Boxen genutzt. Die wohl bekannteste Kurve ist die Eau Rouge. Der Name, französisch rotes Wasser, kommt vom dort gelegenen kleinen Fluss Eau Rouge, der vom eisenhaltigen Wasser nahe Quellen gespeist wird. Auf dem Papier ist die Kurve nicht weiter auffällig. Die Schwierigkeit dieser Kurve liegt aber in der Art der Einbettung ins Gelände. Die abschüssige Straße führt in die Senke von Eau Rouge und bildet dort seit 1939 nur noch einen leichten Linksknick. Daraus folgt ein weiter Rechtsbogen mit einer großen Steigung von knapp 18% direkt den Berg hinauf. Die 1939 eingebaute Abkürzung Redelon de la Eau Rouge, diese war eingebaut worden, um die Durchschnittsgeschwindigkeit des Kurses zu erhöhen. Auf der Kuppe verläuft ein Linksknick, worauf eine lange Gerade bergauf folgt. Normale sportliche Pkw durchfahren die Kurvenkombination mit ca. 160 km/h. Die Schwierigkeit besteht in erster Linie darin, in der Senke den Wagen so auszurichten, dass auf der Kuppe der Linksknick optimal durchgefahren werden kann, um eine hohe Ausgangsgeschwindigkeit für die lange Bergaufgerade Kemmel zu erzielen. Unser nächstes Thema ist wieder ein Exklusivinterview mit einem aktiven Rennfahrer aus der Rookie-Liga. Es ist Pat Maas 1980. Er stand uns direkt nach dem Rennen zur Verfügung und wir konnten folgendes Interview mit ihm führen. Okay. Schönen guten Abend. Wir haben jetzt hier den Patrick in der Leitung. Ein Exklusivinterview, was er uns zugesagt hat. Wir haben Mittwochabend direkt nach dem Rennen. Die Anspannung fällt ab. Patrick, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wieso das Rennen für dich verlaufen ist. Auch in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Unfallverhütung. Denn in Österreich ist es nach dem Start gleich zu einem Unfall gekommen. Wir schauen uns das nochmal im Detail an und analysieren, an welcher Stelle, wo welcher Fahrer hätte besser reagieren können, um genau diese Startphase optimal umzusetzen. Dabei geht es nicht darum, mit dem Finger auf einen Fahrer zu zeigen und zu sagen, du hattest Schuld, sondern es geht vielmehr darum, dass wir in der Rookie-Liga aus diesen Fehlern lernen und einfach es beim nächsten Mal besser machen können. Wir schauen uns den Start an. Alle Fahrzeuge kommen gut weg und reihen sich entsprechend auf der Langgerade ein, bereiten sich schon vor. Man sieht auch schon, das Gas wird weggenommen, jeder ist auf den Bremspunkt fixiert. Und dann kommt es leicht zu einer Karambolage. Und auf einmal dreht sich Rakete 27 vorne weg. Wir schauen uns das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive an. Hier ist ein Ziehharmonika-Effekt entstanden. Das eine Fahrzeug wird leicht angeschoben, kollidiert mit dem davorfahrenden Fahrzeug und das andere wird quer rausgeschoben. Also wirklich Pech, was hier passiert ist. Das kann immer wieder passieren. Ein ganz klassischer Rennunfall. Und somit sind natürlich auch keine weiteren Konsequenzen zu erwarten. Auch die Rennjury hat hier ganz klar auf Freispruch tendiert. Die Fahrer haben sich ausgesprochen, alles ist gut und wir freuen uns auf den nächsten Lauf. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis zu unserer Entwicklung der Rookie-Liga. Das ist top. Mittlerweile ist die Lobby mit 16 Fahrern voll. Also ganz toll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell, so gut wachsen und kontinuierlich so viele Stammfahrer dabei sind. Deswegen an alle Neuen, die gerne mitfahren wollen, bitte habt Verständnis. Unsere Rookie-Liga geht noch insgesamt 3 Läufe.
Das heißt, am 26. April, wenn es ein Mittwoch ist, ist der letzte Lauf, das ist unser Finale. Danach geht die Rookie-Liga natürlich weiter. Das heißt, jeder, der Interesse hat, auf uns irgendwie stößt und sagt, da würde ich gerne mitmachen, kommt auf unsere Facebook-Gruppe, meldet euch an, wir treten in Kontakt, nehmt an unseren Trainingssessions teil. Nur bei den letzten verbleibenden Rennen können wir leider keinen Gastfahrer momentan mehr aufnehmen. Aber wir planen schon in die Zukunft. Und das heißt, wir wollen hier auch wirklich weiter Rennen fahren. Ligabetrieb wollen wir machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall bei uns vorbeizuschauen. Und hier an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Wir sind ja eine große Community und gerade Assetto Corsa auf der PS4, da müssen wir ja alle zusammenhalten. Ich verweise hier nochmal an den Uwe, der organisiert auch Rennligen oder Rennbetrieb. Da geht es allerdings nicht so sehr um die Rookies, so wie wir das sind, sondern hier geht es mehr um die fortgeschrittenen Fahrer, die mal ein bisschen schneller schon unterwegs sind. Und da möchte ich ganz besonders die VLN hervorheben. Das ist eine Langstreckenmeisterschaft, die hier ausgefahren wird. Aber auch hier sind Gastfahrer willkommen. Bitte meldet euch auf seiner Facebook-Gruppe an. Ich verlinke das natürlich alles, dass ihr da direkt hingehen könnt. Vielleicht habt ihr Interesse, mal ein Langstreckenrennen zu machen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß, um mal Langstreckenluft zu schnuppern. Das war's schon wieder von unserer Sendung. Die Zeit ging rum wie im Flug. Wir freuen uns auf Belgien, wo der nächste Lauf stattfindet. Und wenn ihr Lust und Laune habt, das Rennen live zu verfolgen, dann schaltet einfach diesen YouTube-Kanal wieder ein. Dort wird ab 19:45 Uhr das Rennen live gestreamt und ihr könnt erleben, wie wir Rookies uns so schlagen. Ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Anregungen und Kritik gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Und viel Spaß damit. Tschüss.